In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus. Und damit willkommen zurück zu Tomb Raider. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und ich begrüße auch die Neuen hier auf dem Kanal. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Wir waren letztens hier stehen geblieben. Warte mal. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Also das da. Oh. Dafür haben wir so lange gebraucht. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut, das hier wird dir gefallen. Wie? Zurück. Oh. Ach, ich finde nicht raus, was das bedeutet. So eine Schriftrolle. Balams ist das Maya-Wort für Jaguare, die die Maya wegen ihrer majestätischen Schönheit und gefährlichen Anmut verehrten. In den Dörfern der Maya gab es 4 Akantuns, Götzen, die in jeweils einer Ecke des Dorfes aufgestellt wurden. Nachts kamen 5 Geisterjaguare in das Dorf, wobei 4 von ihnen an den Akantuns Wache hielten. Der 5. und kleinste Balam wiederum koordinierte ihre Bemühungen, das Dorf vor bösen Dämonen und Geistern zu beschützen. Okay. Können wir das jetzt entziffern? Ah, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Haben wir was übersehen? Mam Dialekt, um zu entziffern. Schade, Karte geht nicht. Na gut. Wieder ein Rezept. Nutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde. Okay. Und
besten aus dem Fall. Noch eine Schriftrolle. Diese grobe Skizze zeigt einen Tempel, der sich inmitten einer Stadt erhebt. Wenn ich die Augen zukneife, sieht er wie eine Schlange aus. Nee, bei mir nicht. Aber jetzt gehen wir hier nochmal rein. Und vielleicht können wir es entziffern. Nur ein bisschen vielleicht. Ne? Ja. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Wächter haben Fänge. Zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Es ist doch in dem... zwei Wächter am Fänge, zwei Wächter am Füße, ein Wächter hat beides. Mich besser zu beschützen. Das sind die... Der hier. Oh. Das ist großartig. Sehr schön. Monolith-Schatz gefunden. Aufpassen. Nein. Du solltest das Gras sammeln. Ich glaube, wir müssen hier durch. Nee. Super. Nein, nein. Die dürfen uns nicht sehen.
schnell, schnell, schnell. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Basislager? Hier Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe. Ich muss was hören. Kommt schon, kommt schon. Alter. Ich kann noch. Oh Gott. Sie sind hier. Wovor haben die so viel Angst? Das würde ich aber auch mal gern wissen. Gerät verloren. Nein. Verstärkung! Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. An Dr. Dominguez. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen. Suchen die Gegend weiter ab. Haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Die wissen, dass wir da sind. Okay, unmöglich. Voll. Ich kann nicht mehr tragen. Danger. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher.
Wir sind tot. Wir sind tot. Alles okay. Alles gut. Bewegt euch. Es klingt wie so... wie so Frösche, ne? Ich kann das einfach nicht! Ich sehe sie noch immer. Alles okay jetzt? Wir gehören nicht hierher. Wenn die Dinger halb so schlimm sind, wie er sagt. Ich sehe sie noch immer. Es ist vorbei. Du bist sicher. Super, die haben mich gesehen. Verstärkung ist unterwegs. Okay. Ich warne euch! Bleibt bloß weg! Wir müssen das Spiel anders machen. Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Ah, da oben sind auch noch welche. Da hinten auch. Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Ich sehe sie noch immer. Wenn die Dinger halb so schlimm sind, wie er sagt. Wir sind tot. Wir sind tot. Alles okay jetzt? Okay, ich versuche jetzt mal hier lang. Ich sehe sie noch immer. Es ist vorbei. Du bist sicher. Da stehen so viele. Ja. Hey. Ausschwärmen. Waffen bereithalten. Scheiße. Komm mal, ich muss überall nachsehen. Gesehen. Beta-Team, Verstärkung ist unterwegs. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Ich sehe sie noch immer. Alles okay jetzt? Wir gehören nicht hierher. Es ist vorbei. Du bist sicher. Die Frage ist, wo gibt's hier Schlamm? Alles okay, Mann? Jetzt? Ja. Suche einleiten. Gehen wir. Was? Da! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich spiele so durch. Oh.
Verstärkung ist unterwegs. Wir waren so weit. Okay. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, okay, was passiert rechts rum. Ist? Da waren nur... Scheiß Idee. Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Wir sind tot. Wir sind tot. Wenn die Dinger halb so schlimm sind, wie er sagt. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Bleiben die! Dahinter müssen wir. Sie sind unterwegs. Es ist fast vorbei. Es muss eine rationale Erklärung für das alles geben. Dschungelkreaturen. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Die Leute waren zu lange im Dschungel. Und jetzt drehen sie durch. Können die Einzelnen anscheinend ausschalten? Wie lange denn noch? Es muss eine rationale Erklärung für das alles geben. Sie sind unterwegs. Es ist fast vorbei. Sind auf jeden Fall mal weiter. Was sind das für Kreaturen? Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby! Ich habe was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Das klingt aber nicht gut. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itixi-Mitari. Eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinterira-Wakaja. Region Munduruku. Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte. Erwarte weitere Anweisungen. Region Trinterira-Wakaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Cuvac-Yacu.
Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Alter. Dann ist ein Monolith. Und wir haben wieder ein Lagerfeuer. Ich glaube, da geht's dann weiter, oder? Ja. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja. Dann gehen wir erstmal zum Monolith. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Das heißt, hier muss es ja irgendwas geben. Oh, was ist das? Hä, mir kommt das so bekannt vor. Warum hier schon mal? Ist doch nicht rot, oder? Nein. Okay. Oh, wo geht's da noch hin? Weiß es nicht, ich glaube, wir waren hier schon mal. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Sind wir da schon? Keine Ahnung. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Dieser Fluss. Da hinten war dieser Tempelding. Ja klar. Wir müssen ja wieder zurück in die Stadt. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich mag's nicht, dass sie mir stehen. Brauchst du irgendwas? Wir könnten handeln. Hallo. Lass mich raten, du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn?
Was ich habe? Das hier ist Kuwakyaku, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. Okay. Was hast du denn? Ja, wir sind, ist das? Kapazität, okay, was ist das? Pistolending? Pistolenschalldämpfer? Ausgezeichnete Wahl. Würde ich sagen, wir holen noch so ein ja, Gewehrmunition brauchen wir eigentlich nicht. Eine Pfeile kann man auch selber herstellen. Komm bald wieder. Gut. Dann schauen wir mal. Nee. Hast du irgendwas, das du eintauschen willst? Nö. Da muss man alles klar. Ja, da würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.